Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Video hier. Und zwar, ja, zu einem eher etwas traurigeren Anlass. Und zwar zur Puerto Rico und der Werft, die jetzt seit Donnerstag zu sehen ist auf dem Live-Server. Ab Montag wird gebaut. Und ja, wir haben gesehen, wie die Direktiven aussehen und wie herausfordernd die ganze Geschichte ist. Und ja, jetzt wird natürlich sehr, sehr viel gerade in der Community diskutiert über Geldschneiderei von World of Warships und all so einen ganzen Kram. Und ja, es ist saumäßig teuer. Ich habe dazu eine differenzierte Meinung, die ich euch in diesem Video so ein bisschen sagen möchte, darstellen möchte. Und ich sage euch gleich, meine Meinung ist nicht nur, das ist alles World of Warships schuld. Ja, ich glaube, da ist ein bisschen sehr, 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 sehr viel mehr Grau dabei, als man sich vielleicht auch eingestehen möchte als Spieler, als Community. Ich zähle genauso dazu. Ich habe auch nicht so intensiv darüber nachgedacht, wie hoch der Leistungslevel sein müsste, wenn man ein T10-Schiff zu Weihnachten erfahren möchte. Wir müssen uns ja nur mal zurückversetzen, wie die Prinz Eitel Friedrich war letztes Jahr, wie hoch da der Level schon war. Und eigentlich hätte man auch als Spieler, als Community auch auf diesen Trichter kommen können, dass das ein sicherlich sehr, sehr anspruchsvolles Niveau sein wird, um die Puerto Rico zu bekommen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das gerechtfertigt ist, dass das Niveau so hoch ist. Aber zumindest, dass das herausfordernder als die Prinz Eitel Friedrich sein müsste, war eigentlich zu erwarten. Aber springen wir mal zurück zum Anfang der ganzen Geschichte. Im Oktober, im November, also Ende Oktober, Anfang November, da wurde das Werft-Event damals announced, zumindest in meiner Erinnerung. Und es wurde damals gesagt, ihr könnt euch euer eigenes Schiff erspielen und ihr könnt euch euer eigenes Schiff zusammenbauen. Die Puerto Rico war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht genannt worden, sondern es war dann erst ein bisschen später nach meinem Kenntnisstand, wo dann klar wurde, dass die Puerto Rico das Schiff der Stunde ist und da zusammengenietet werden darf, ja, und dem ihr eure Schiffsbautoken eben zusammen farmt. Das ist eben das erste Problem. World of Warships hat zu dem Zeitpunkt damals gesagt, es ist für jeden erspielbar und hat den Aufwand der Aufgaben nicht erwähnt. Also sie haben jetzt nicht gesagt, es ist einfach, die haben auch nicht gesagt, es ist schwer, sondern haben einfach gar nichts dazu gesagt, ja. Wir haben einfach gesagt, es ist für jeden erspielbar und dadurch wurde eine Erwartungshaltung, ja, gefördert, ja. Und die Erwartungshaltung war eben so, dass man sagt, ey, ich logge mich vielleicht 5 bis 10 Mal ein und verbringe dann einige Zeit in World of Warships, mache die Direktiven fertig und damit kann ich mir die Puerto Rico erspielen. Ja, man hat sich ja vielleicht auch gar nicht so intensiv damit auseinandergesetzt als einzelner Spieler und hat gesagt, naja, das kommt, das nehme ich mit, das will ich haben. Ja, ist ja ein toller Kreuzer. Aber dann so ein bisschen diesen Gegenwert noch nicht so richtig mit aufgenommen. Jetzt war dann Donnerstag, die ganzen Sachen kamen raus und es hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, nachvollziehbarerweise auch. Für mich, ich möchte das jetzt mal so ein bisschen gewichten, sodass ihr hier da ein Gefühl dafür bekommt, liegt die Verantwortlichkeit, dass dieses Event jetzt leider so in die Hose geht oder so ein, ich sag mal, Beigeschmack bekommt, das ganze Weihnachtsevent, zu 80%, ungefähr 80% bei World of Warships und die restlichen 20%, die sehe ich in der Verantwortung der Community. Ja, das ist was der eine oder andere vielleicht auch nicht gerne hört und jetzt einen Daumen nach unten auf dem Video klickt. Damit muss ich leben, damit möchte ich leben, auch wenn ich's, wenn es mir nicht gefällt. Ja, aber ich habe eine eigene Meinung und ja, die stelle ich hier in den Mittelpunkt. Es ist, wie gesagt, jetzt am Donnerstag dann rausgekommen, wie die Direktiven, was für ein Level die Direktiven haben. Und die sind nicht ohne und ich persönlich finde das jetzt auch nicht besonders toll oder erstrebenswert oder gut. Hab mir aber dann trotzdem überlegt, ich will die Puerto Rico gerne haben. Ich durfte sie als Testschiff fahren. Ich bin sehr glücklich gewesen mit dem Dampfer. Und bin jetzt hier auch dabei und werde versuchen, dieses Schiff zu erfahren. Ihr werdet dann in den Livestreams immer wieder davon erfahren, wie weit das Schiff jetzt ist. Wenn ihr da mitmachen wollt, wenn euch das noch interessiert. Ja, und am Freitag kam dann das Entschuldigungsschreiben. Eine Art und Weise, wie Wargaming dann eben versucht, diese Situation so ein bisschen zu besänftigen. Ich finde es schon mal gut, dass sie das tun.
Ja, dass sie, obwohl sie aus meiner Sicht nach wie vor nicht ganz komplett alleine, wenn aber auch überwiegend daran schuld sind, dass die Situation so ist, wie sie ist. Wo sie versuchen, das so ein bisschen zu erklären, dass die Puerto Rico eben für einen kleinen Teil der Community vorgesehen war und die Goriza eben für den großen Teil der Community. Auch schade dahinter, der weihnachtliche Gedanke wird da so gar nicht berücksichtigt, weil der weihnachtliche Gedanke ja eigentlich eher der Gemeinschaft ist, etwas gemeinsam zu unternehmen in Form der in Art der Nächstenliebe und so eine ganzen Geschichten. Ja, ist ein bisschen pathetisch, ein bisschen idealistisch vielleicht, ja, aber ich finde es halt schade, dass jetzt hier so zwei Lager aufgemacht werden. Das eine ist die, ich sag jetzt einfach mal, normale Community für World of Warships und das andere ist die Hardcore-Community für World of Warships. Finde ich ein bisschen blöd. Ich finde es eigentlich zu Weihnachten sollte das Ziel eigentlich sein, die Community zu vereinen und nicht zu spalten. Und das ist so ein bisschen, ja, hätten sie meiner Meinung nach besser machen können. Es gibt aber auch wieder Licht am Horizont. Ja, blicken wir mal nicht weiter zurück. Das, was jetzt passiert ist, können wir eh nicht mehr ändern. Sondern es gibt ja halt diese Schreiben von World of Warships, wo sie drinnen nochmal erklären, wie man welche Herausforderungen oder welche Aufgaben erfüllen muss, um eben dieses Schiff zu bauen. Unter Einsatz von Boostern. Ja. Wenn ihr euch entscheidet, die Puerto Rico kostenlos zu erhalten, also ohne Booster, dann solltet ihr folgende Richtlinien befolgen. Die erste Direktive sollte vor Baubeginn abgeschlossen sein. Direktive 2 bis 5 innerhalb von 3 Tagen nach der Eröffnung der Direktive. Direktive 6 innerhalb von 4 Tagen nach der Eröffnung der jeweiligen abgeschlossenen Direktive. Und die finale Direktive sollte spätestens 24 Stunden vor Ende des Events abgeschlossen sein. Ihr müsst 20 tägliche Aufträge abschließen und alle Belohnung der täglichen Lieferung einsammeln. Ich sage jetzt einfach mal für 98-99% der Community unable. Das werde ich selber niemals schaffen, das wird meine Frau nicht schaffen, niemand. Wenn ihr einen Premium Booster kauft, sollte die erste Direktive vor Baubeginn abgeschlossen werden, die zweite bis vierte innerhalb von 3 Tagen nach Öffnung der jeweiligen Direktive, die sechste innerhalb von 6 Tagen nach der Öffnung der Direktive und ihr solltet 15 tägliche Aufträge abschließen sowie alle Belohnungen der täglichen Lieferung mitnehmen. Wenn ihr 2 Premium Booster kauft, das sind dann eine Investition von 14.000 Dublonen für 2, ja, für eine 6.000, für den zweiten 8.000, dann die erste Direktive innerhalb von 5 Tagen nach Beginn der Direktive, die Direktive 2 bis 3 innerhalb von 6 Tagen nach Fertigstellung der vorherigen Direktive, die vierte Direktive innerhalb von 12 Tagen nach Öffnung der Direktive und ihr solltet 13 tägliche Aufträge und alle Belohnungen aus den täglichen Lieferungen einsammeln. Wenn ihr plant, 3 Premium Booster zu kaufen, und das ist das, was ich hier mache, ja, die erste Direktive innerhalb von 7 Tagen nach Beginn des Baus, das heißt am 16. um 6 Uhr startet hier der Bau und dann hätte ich noch 7 Tage Zeit, um die erste Direktive abzuschließen, ich werde es hoffentlich vorher schaffen. Die zweite Direktive innerhalb von 7 Tagen nach Fertigstellung der Direktive 1. Und die dritte Direktive sollte innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der vorherigen abgeschossen werden. Ja, ihr solltet Belohnungen aus den täglichen Lieferungen einsammeln und ihr benötigt keine Marken von den täglichen Aufträgen. Sie geben euch nur einen zusätzlichen Schub. Das heißt, wenn ihr 3 Premium Booster benutzt, also 80 Euro ausgibt umgerechnet, dann bekommt ihr das Schiff, wenn ihr 3 Direktiven erfarmt, plus die Belohnungen dafür. Ja, das Schiff wird ja komplett fertig, also bekommt ihr Stahl, ihr bekommt Kohle, ihr bekommt permanente Tarnung, ihr habt hier unten diese Leiste, ihr bekommt Mega-Geschenke, für jeden Booster, den ihr hier freischaltet, bekommt ihr auch nochmal Mega-Geschenke, ihr bekommt die Puerto Rico, einen 10er Kapitän und eine Premium-Tarnung bekommt ihr ja auch dazu, ja, die ja normalerweise auch nochmal 5000 Dublonen kostet, durchaus, ne, je nachdem, ja. Man muss aber auch ganz klar sagen, wofür tun wir das? Die Puerto Rico ist ein normaler Kreuzer. Das ist kein Premium-Kreuzer. Also es gibt nicht verbesserte Credits, es gibt nicht verbesserte EP oder irgendeinen Scheiß. Ja, das, was andere Schiffe alle schon haben, also teilweise haben, sondern das ist eigentlich nur ein kleines, eigentlich ein Prestige-Objekt. Ja, also muss man sich wirklich gut überlegen, ob man diese Sache investiert. Ja, und jetzt sind wir eigentlich mit dem Thema durch. Was man noch sagen sollte: Die Puerto Rico wird wieder ins Spiel kommen, in welcher Form auch immer. Nachdem dieses Weihnachtsevent abgeschlossen ist, hat World of Warships am Donnerstag in ihrem Livestream gesagt, dass
dieses Schiff in einer anderen Form wieder ins Spiel kommen wird. Also nicht in abgewandelten Eigenschaften, sondern in einer anderen Art und Weise, wie man dieses Schiff bekommt. Das kann also Kohle, Stahl, Free XP und theoretisch auch Forschungspunkte sein, die man einsetzen muss, um dieses Schiff dann freizuspielen. Ja? Das wurde auch nochmal gesagt, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Nicht, dass ihr jetzt hier Geld ausgebt und plötzlich ist es dann anders da. Und man ärgert sich vielleicht darüber, dass man Geld ausgegeben hat. Ich möchte einfach nochmal an euch appellieren, vielleicht auch für die Zukunft, ein bisschen auch für mich selbst, ja, weil ich bin ja selber auch in die Situation so ein bisschen reingetappt, dass ich sage, boah, überrascht mich jetzt, dass das so harte Aufgaben sind, dass wir als Community vielleicht ein Ticken skeptischer sind, ein Ticken, ja, wo man vielleicht so sagt, okay, wenn man jetzt eine große Belohnung bekommt, müssen wir auch viel dafür tun, ja, dass man das vielleicht nochmal mit in Kalkül zieht. Aber was ich trotz alledem auch nochmal als Lichtstreif am Horizont mit auf den Weg geben möchte, ist, es wird bestimmt auch Wargaming seine Lehren aus dieser Sache ziehen. Wargaming kann mit der Präsentation dieses Updates nicht zufrieden sein und in dem Licht, in dem es jetzt erscheint. Und ich bin mir sicher, dass sie es nicht sind. Ja. Und es in Zukunft sicherlich wieder besser machen werden. Hier wäre ein Lösungsbeispiel jetzt ja gewesen, zum Beispiel die Gorisa halt in die Werft zu packen und die Puerto Rico auf die Direktive 7. Also, gut. Schauen wir einfach. Ich blende euch, wie gesagt, den Nachrichtenartikel nochmal ein. Ihr könnt den Forumsartikel dann auch bei uns nochmal sehen. Auf der Facebook-Seite zum Beispiel, da gibt es ja auch immer alle Informationen rund um World of Warships in Schriftform. Ja, wenn es Codes gibt und so weiter, solltet ihr unbedingt bei der Facebook-Seite mit dabei sein. Ich hoffe, euch hat das Video so ein bisschen, ja, geholfen, meine Art und Weise oder meine Sichtweise der ganzen Geschichte zu sehen. Ich weiß, sie ist vielleicht ein bisschen kritisch, auch kritisch gegenüber mir selbst und meiner, meiner Sichtweise. Und auch der Community gegenüber ein Stück weit. Einen kleinen Anteil hat jeder. Wie immer im Leben, es ist nicht schwarz-weiß, es ist das meiste daran grau. Und es vermischt sich. Wie viel Grau oder wie viel Weiß oder wie viel Schwarzanteil in dem Grau drin ist, das muss dann ja auch am Ende jeder für sich einschätzen. Für mich ist die Mischung jetzt ja quasi, habe ich euch ja quasi die Mischung gerade so ein bisschen aufgegeben. 80% liegt für mich bei World of Warships und 20% auch ein bisschen an der, ja, teilweise fehlgeleiteten Erwartungshaltung. Ja. Okay. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe trotzdem, dass das Video euch gefallen hat, auch wenn ihr jetzt vielleicht mit meiner Meinung nicht d'accord geht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Die Art und Weise zumindest dieses Videos, wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Nur wenn ihr andere Meinung seid, könnt ihr, wie gesagt, macht, was ihr denkt. Was ich euch aber noch mit auf den Weg geben will zum Schluss. Ich bin sehr gerne bereit, mit euch konstruktiv unter diesem Video zu kommentieren. Ja, sehr, sehr gerne. Wir können uns austauschen und ich kann auch gerne da, werde dazu auch noch ein paar Fragen beantworten, wenn da Fragen sind oder wie auch immer. Was ich aber nicht akzeptieren werde unter diesem Video sind Kommentare, Hate-Kommentare, Kommentare, wo einfach nur Fäkalsprache benutzt wird, um sich irgendwie Druck von der Seele zu reden und am Ende damit doch nichts zu bewirken. Diese Kommentare werde ich unter diesem Video definitiv löschen. Ja, die haben hier keine Daseinsberechtigung, weil es einfach keinen Sinn macht, noch irgendwelche Wörter zu quälen, die die Situation sowieso nicht ändern. Wir müssen jetzt schon vorausschauen, wir müssen damit leben. Jetzt muss jeder für sich entscheiden, ob er bei der Puerto Rico mitmacht oder ob er die anderen tollen Sachen, die in World of Warships in Update 0.8.11 integriert wurden, eben nutzt und über die Puerto Rico eben hinwegschaut. Ja, in dem Sinne, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, Abo drücken, Glocke drücken und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Seekrautz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.